Boom, was geht ab? Es ist euer Lieblings-YouTuber Maximus Rex. Abonnieren oder... Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um sogenannte Hollow Cheeks. Hollow Cheeks sind so kleine Einbuchtungen in den Wangen, die viele Menschen als besonders ästhetisch wahrnehmen und sie möchten diese Hollow Cheeks akquirieren. Meine Recherche dazu hat ergeben, für sichtbare Hollow Cheeks ist es zunächst erforderlich, den Körperfettanteil stark zu reduzieren. Und mit stark meine ich so schon unter 10%. Weil im Gesicht, da ist relativ viel Fett bei den meisten und das verdeckt eure ganzen schönen Wangenknochen, Einbuchtungen. Und das Gesicht verschwindet heutzutage erschreckenderweise bei vielen Menschen sowieso in einer konturlosen Fettmasse. Also, Schritt 1, Körperfettanteil reduzieren. Schritt 2 hängt mit Schritt 1 zusammen. Salz. Salz bindet Wasser im Körper. Und viele unterschätzen das. Besonders im Gesicht. Wenn ihr eure Hollow Cheeks und allgemein eure Fortschritte in der Gesichtästhetik richtig präsentieren wollt, reguliert euren Salzanteil. Übertreibt es natürlich nicht und ich bin auch der Meinung, dass das ganze Jahr das zu applizieren und auf die Spitze zu treiben, kann nicht gesund sein, weil der Körper braucht Salz, aber viele konsumieren heutzutage zu viel Salz. Deshalb, vorsichtig. Und Schritt 3. Im Gesicht sind verschiedene Muskeln aktiv, die wir trainieren können, zum Beispiel beim Lachen. Und auch die Hollow Cheeks, ja, interagieren mit Muskeln, so würde ich es formulieren. Und zwar derart, dass die Hollow Cheeks genau dort liegen, wo Gesichtsmuskeln sind, die trainiert werden können. Und um die Hollow Cheeks freizulegen, ist es kontraproduktiv, diese Muskeln zu trainieren. Und diese Muskeln werden dadurch trainiert durch eine sehr schlechte Angewohnheit beim Essen. Und zwar indem man sich alles in den Mund reinstopft und dicke Backen macht. Deshalb beim Essen nur so viel Essen in den Mund, dass ihr dabei noch reden könnt. Nicht, dass ihr beim Essen reden sollt, aber ihr sollt es noch können. Kleiner Unterschied. Besonders diese Wettesskultur oder dieses Runterschlingen. Und das führt aber eben dazu, dass der Mund so voll ist und diese Muskeln trainiert werden und dann die Hollow Cheeks, diese ausgehöhlten Wangen, verdeckt werden. Mit den drei präsentierten Schritten im Video, wenn ihr das alles anwendet, sollt ihr gute Fortschritte machen. Natürlich ist es auch zu einem Teil genetisch bedingt. Gewisse Karten werden euch bei eurer Geburt zugespielt. Und ihr müsst dann das Beste daraus machen. Also, das war's schon mit dem Video, Freunde. Und wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten, ich bin euer Lieblings-YouTuber, Maximus Rex. Abonnieren oder... Bis dann.